Was klopft denn da am Fenster in aller Herrgottsfrüh? Ich glaub, ich hör Gespenster, doch so früh klopfen die doch nie. Die erscheinen doch noch viel früher, so zwischen 12 und 2. Um diese Zeit schaut eher der Nachbarsbub vorbei. Grüß Gott, du schöne Nachbarin, öffne mir die Tür, weil ich total durchfroren bin, halbnackt steh ich vor dir. Ohne Schuh und Socken bin ich durch den Wald gerannt, Black Forest, barefoot, joggen, ein neuer Fitness. Ach, mein lieber Sportler, gern lass ich dich ein. Mein Mann, der ist grad fort, der lässt mich sowieso so oft allein. Ich werd dir deine Strammen, Joggerwaden massieren. Danach könnten wir zusammen locker was trainieren. Ja, du schöne Nachbarin, was liegt dir denn da im Sinn? Mir liegt da was im Sinn, doch leg du dich erstmal hin, dann wird's dir ganz olympisch bei meiner neuesten Disziplin. Und die nennt sich Trimm dich mit deiner schönen Nachbarin. Ja, da ist was dran. Das ist ein geiler Sport. Ich hoffe nur, dein Mann bleibt noch eine Weile fort. Ach, denk von ihm nicht schlecht, doch der ist faul, bevor der sich trimmt. Da ist ihm gerade recht, wenn das eine Hand da für ihn übernimmt. Aber ja, natürlich übernehm ich seine Pflicht und auch noch die Kühe. Ich und du, wir halten dicht. Unsere Spiele in der Kammer gehen keinen etwas an. Ich sage nix deiner Mama und ich nix deiner Mann. Ach, wir zwei Beine am selben Ziel vereint. Wir lagen nicht im Streite, keiner des anderen Feind. So wie wir zusammenkamen, genauso kommen wir immer wieder zusammen. Offen bleibt die Tür für die Pflicht und auch für die Kühe.